Schönen guten Abend, mein Name ist Volker Raber, ich bin Oberarzt hier an der Asklepios-Klinik Altona in der Neurologie und darf Sie herzlich begrüßen zu dem Webinar mit dem Thema Multiple Sklerose, eine Erkrankung mit vielen therapeutischen Optionen. Das ist ein großes Feld und ich habe versucht, das so ein bisschen einzugrenzen und habe das grob in drei Teile geteilt. Erstmal, da ich davon ausgehe, dass doch eher neu diagnostizierte Patienten sich zu diesem Webinar angemeldet haben, würde ich einmal auch darauf eingehen, was ist Multiple Sklerose überhaupt. Dann würde ich auf die akute Schubtherapie eingehen und im weiteren Verlauf auf die medikamentöse Therapie, die sogenannte verlaufsmodifizierende Therapie. So, was ist Multiple Sklerose? Multiple Sklerose ist eine entzündliche Erkrankung des zentralen Nervensystems, die chronisch abläuft. Ursache ist ein fehlgeleitetes Immunsystem und äußert sich durch Entzündungsreaktionen im gesamten zentralen Nervensystem, also im Gehirn und Rückenmark. Betroffen ist da vor allen Dingen das Myelin, die Nervenscheiden. Sichtbar machen kann man das mit dem MRT, das sieht man hier unten einmal. Da sieht man Entmarkungsherde in verschiedenen Bereichen. Wie häufig ist die Multiple Sklerose weltweit? Sind ca. 2,8 Millionen Menschen an der Erkrankung erkrankt. In Deutschland sind es 280.000 und es kommen jedes Jahr ca. 15.000 Menschen dazu. Man muss sagen, Frauen sind deutlich häufiger von dieser Erkrankung betroffen, bis zu doppelt so häufig, einige sagen auch dreimal so häufig. Und das Erkrankungsalter ist zwischen 20 und 40 in der Regel. Es gibt aber auch Menschen, die deutlich älter sind bei Erstdiagnose und auch deutlich jünger. Die Symptome der Multiplen Sklerose, ich hatte ja schon gesagt, dass das gesamte Nervensystem betroffen sein kann, sind sehr mannigfaltig. Es kann zu motorischen Ausfällen kommen, es kann zu sensiblen Ausfällen wie Ameisenlaufen oder Taubheitsgefühle kommen. Die Augen können betroffen sein, es kann zu Sehstörungen, Doppelbildern kommen, Gleichgewichtsstörungen treten auf. Und im weiteren Verlauf oder auch als einziges Symptom sehr, sehr häufig die sogenannte Fatigue, eine zunehmende Abgeschlagenheit, Müdigkeit und auch psychische Erkrankungen treten bei dieser Erkrankung mit auf. Die Verlaufsformen teilt man grob in drei Formen ein. Einmal, und das ist die häufigste, ist die schubförmig verlaufende Multiple Sklerose. Dabei kommt es zu Schüben mit den eben genannten Symptomen. Zur Schubdefinition komme ich später auch nochmal, die sich im Verlaufe entweder komplett zurückbilden oder mit einer Restsymptomatik zurückbilden. Aus dieser schubförmig verlaufenden Multiple Sklerose entsteht relativ häufig im Verlauf die sogenannte sekundär chronisch progredierende Form. Dabei kommt es zu einer schleichenden Verschlechterung der Symptomatik, die trotzdem noch von Schüben begleitet sein kann oder auch von nicht ohne Schübe ablaufen kann. Das ist für die Therapiewahl später wichtig. Die dritte Form ist die primär progrediente Multiple Sklerose. Dabei kommt es von Beginn zu einem schleichenden Verlauf ohne diese Schubsymptomatik, die man bei den anderen beiden Formen sieht. Zur Prognose kann man bei Diagnosestellung immer relativ wenig sagen, weil die Verläufe sehr, sehr unterschiedlich sind. In den letzten Jahren ist die Prognose bei Erstdiagnose deutlich besser geworden. Das hat unterschiedliche Gründe. Zum einen gibt es Therapien für diese Erkrankung. Zum anderen ist die Diagnostik viel intensiver geworden. Die Möglichkeiten sind
größer geworden, diese Erkrankungen schneller zu diagnostizieren. Und wie das geschieht, da gibt es verschiedene Diagnosekriterien, die erfüllt sein müssen. Da die sogenannten McDonald's-Kriterien, da nimmt man sich verschiedene Parameter und da spricht man von der sogenannten zeitlichen und örtlichen Dissemination, die erfüllt sein müssen. Das heißt, es müssen verschiedene Bereiche im zentralen Nervensystem von der Entzündung betroffen sein und es muss einen zeitlichen Verlauf in dieser Erkrankung geben. Das heißt, ein einziger Schub ohne weitere Veränderungen erfüllt zunächst noch nicht die zeitliche Dissemination. Inzwischen kann man aber das Nervenwasser laut Kriterien aus Diagnosekriterien mit anwenden und dort bestimmte Antikörper nachweisen, die für eine chronische Entzündung sprechen, die sogenannten oligoklonalen Banden. Und wenn die positiv sind, dann ist auch dieses Kriterium der zeitlichen Dissemination erfüllt. Und natürlich gehört dazu die klinische Untersuchung und der klinische Befund. Nicht ganz selten werden doch einige dieser Kriterien erfüllt. Andere und eins fehlt, dann gibt es so oder die Diagnosen eines klinisch isolierten Syndroms oder auch nur eines radiologisch isolierten Syndroms. Beim radiologisch isolierten Syndrom ist keine Krankheitsaktivität an Symptomen zu beobachten. Formal werden aber im MRT die Diagnosekriterien erfüllt, sowohl zur zeitlichen als auch örtlichen Dissemination. Bei dem klinischen isolierten Syndrom ist häufig ein einmaliger Schub vorhanden, aber die zeitliche Dissemination ist noch nicht erfüllt. Zur Therapie des akuten Schubes würde ich einmal den Schub kurz definieren. Das ist das Auftreten von Krankheitssymptomen. Diese müssen mindestens 24 Stunden anhalten. Wenn vorher schon Schübe aufgetreten sind, muss der Abstand zwischen diesen Schüben mindestens 30 Tage betragen haben. Und die Erklärung für diesen Schub oder es darf keine andere Ursache für diese Symptomatik geben. Zum Beispiel gibt es bei vielen Erkranken das sogenannte UTOF-Phänomen, wenn sehr, sehr warme Umgebungstemperaturen sind, kommt es zu einer Verschlechterung oder Reaktivierung von vorher schon bestehenden Symptomen oder auch im Rahmen von Infekten kann es zu einer Verschlechterung der Symptomatik kommen. Was dann durchgeführt wird, also zunächst mal muss man einen Schub unbedingt behandeln. Das kommt sehr auch auf die Patientin oder den Patienten an. Wenn das nur ein minimales Taubheitsgefühl ist und es besteht keine Beeinträchtigung im Alltag und es wird nicht als störend wahrgenommen, dann kann man auch auf eine Schubtherapie verzichten. Wenn doch ein relevantes Defizit da ist und der Patientenwunsch da ist, dann führt man zunächst eine sogenannte Cortison-Stoßtherapie durch. Da gibt man 1000 Milligramm Methylprednisolon, meistens über eine Vene. Inzwischen gibt es auch Daten, dass der orale Gebrauch ebenso gut ist, über 3 bis 5 Tage. Und darunter kommt es zu einem schnelleren Rückgang der klinischen Symptomatik. Was man sagen muss, ist aber, dass der Langzeitverlauf der Erkrankung dadurch keiner Beeinflussung unterliegt. Sollte sich unter dieser Therapie die Symptomatik nicht verbessern, gibt es die Möglichkeit, nach einigen Tagen, 2 Wochen, eine erneute Stoßtherapie durchzuführen mit dann höher dosierten Methylprednisolon. Das
wird nicht immer gemacht. Manchmal, wenn die Symptomatik sehr, sehr schwerwiegend ist, greift man dann auch direkt zu einer Eskalationstherapie, und das ist einmal die Plasmapherese oder die Immunabsorption. Das sind zwei Verfahren, da bekommt der Patient oder die Patientin einen großen Katheter in einer Halsvene, und das Blut wird über eine Maschine entweder vom Blutplasma, von dem eigenen Blutplasma befreit, und man gibt humanes Plasma zurück, oder bestimmte Antikörper werden aus dem Blut herausgewaschen. Das dauert circa 3 Stunden. Eine Durchführung dieser Behandlung wird im stationären Setting durchgeführt und wird an alle 2 Tage über 5 Behandlungen durchgeführt. Das heißt, das ist schon ein großer Aufwand, aber man hat gesehen, dass doch circa 70% der Menschen, die auf eine Cortisonstoßtherapie nicht angesprochen haben, von so einer Plasmapherese profitieren. Dann komme ich zum nächsten Punkt, zur verlaufsmodifizierenden Therapie. Das ist so der dynamischste Punkt in der MS-Forschung, denke ich. Das ist einmal klar, dass man sich am Anfang der Therapie mit seiner Behandlerin oder seinem Behandler darüber einigen muss, ob man so eine Therapie durchführt, und dass man sich realistische Ziele setzt, was man mit dieser Therapie erreichen will, und das, was von der Therapie erwartet wird, ist im Prinzip eine Verhinderung bzw. eine Reduktion von Krankheitsaktivität und ein Erhalt der Lebensqualität. Und als etwas rückzusetzenden Punkt ist die Reduktion der Aktivität in der Bildgebung, also im MRT. Was nicht möglich ist, ist eine Heilung der MS. Da sind wir noch nicht. Genau, und jetzt würde ich einmal, genau, ist die Entwicklung der Medikamente in den letzten 30 Jahren. Da sieht man vor allen Dingen in den letzten 10, 15 Jahren, dass da einige dazugekommen sind. Und grob eingeteilt werden diese Medikamente in verschiedene Wirksamkeitskategorien. Da spielt die relative Schubrisikoreduktion eine Rolle. Das ist die Reduktion von Schubaktivität von Patienten, die dieses Medikament bekommen haben, im Vergleich zu einer Gruppe, die ein Scheinmedikament bekommen haben. Das ist, denke ich, wichtig zu wissen, dass das nicht 30 bis 50% der Menschen sind, die von allen Menschen, die dieses Medikament nimmt, die das davon profitieren. Die absolute Risikoreduktion ist deutlich geringer, und trotzdem sind diese Wirksamkeitskategorien nach der relativen Risikoreduktion eingeteilt. Jetzt denkt man, wenn es in der Kategorie 1 30 bis 50% Schubreduktion gibt, in der Kategorie 2 50 bis 60% und in der Kategorie 3 über 60%, und es offensichtlich Studien gibt, wo auch die Medikamente gegen die anderen Medikamente verglichen wurden, und das zeigt nochmal eine Verbesserung. Warum greift man dann nicht immer auf die Wirksamkeitskategorie 3 zurück? Da muss man zu sagen, dass in der ersten Kategorie vor allen Dingen Medikamente sind, die mit denen wir eine sehr, sehr lange Erfahrung haben in der Behandlung. Das Risikoprofil ist bekannt, und die Medikamente aus der Wirksamkeitsgruppe 2 und 3 sind deutlich neuer. Man hat ein anderes Risikoprofil, und man weiß auch nicht genau, wie man weitermacht bei einigen Medikamenten, wenn die Behandlung abgeschlossen ist. So, jetzt gehe ich einmal darauf ein, welche Medikamente gibt es in der Wirksamkeitskategorie 1. Sind einmal die Beta-Interferone, davon gibt es schon relativ viele. Das ist genauso wie das Glatiramer-Acetat.
eine Spritzentherapie. Beim Beta-Interferon wird das entweder intramuskulär, also in den Muskel verabreicht, oder in das Unterhautfettgewebe. Das machen die Patientinnen eigentlich selbst in der Regel, oder macht der Partner oder die Partnerin. Wird relativ gut vertragen. Es kommt doch in einigen Fällen zu Injektionsreaktionen und auch zu Fieberschüben, Kopfschmerzen nach dieser Injektion. Ähnlich ist es beim Copaxone oder Clift. Dann gibt es noch zwei Tablettentherapien, einmal das Dimethylfumarat, das ist ein Medikament, das gibt es schon länger auf dem Markt, das ist ursprünglich zur Therapie der Schuppenflechte entwickelt worden. Das sind die Tabletten, die täglich eingenommen werden, und das zweite Medikament ist das Theriflunomid, kommt aus der Rheumatologie. Zu dem Medikament muss man sagen, da muss man in der Schwangerschaft beziehungsweise es darf unter dieser Therapie keine Schwangerschaft auftreten. Sollte das doch geschehen, dann muss man da bestimmte Maßnahmen ergreifen. Genau, in der Wirksamkeitskategorie 2 gibt es einmal die Sphingosin-Rezeptormodulatoren. Da gibt es inzwischen 3 beziehungsweise noch einen 4., der allerdings nur zugelassen ist für die aktive sekundär chronisch progrediente MS. Der älteste ist das Fingolimod. Neuer sind Ozanimod und Ponesimod. Fingolimod muss bei Erstnahme unter Monitorüberwachung stattfinden, weil es zu einem Abfall der Herzfrequenz kommen kann. Bei Ozanimod und Ponesimod ist das nicht mehr nötig. Der Wirkmechanismus ist im Prinzip, dass dieser Rezeptor auch an ganz unterschiedlichen Geweben vorhanden ist und im Immunsystem verhindert, dass die weißen Blutkörperchen aus den Lymphknoten austreten können und die Entzündungsreaktionen gehemmt werden. Unter der Therapie sind auch Nebenwirkungen klar. Kann es theoretisch zu Infektionen kommen. Impfungen müssen vorher durchgeführt werden. Und was man gesehen hat, dass es nach Absetzen dieser Medikamente doch zu einem Rebound kommen kann. Das heißt, dass die Schubrate nach dem Absetzen der Therapie doch deutlich erhöht ist. Und auch unter diesen Medikamenten sollte keine Schwangerschaft auftreten. Das Cladribin, das ist eine etwas andere Sorte oder hat eine andere Einnahmeform. Das gibt man in 2 Zyklen. Da nimmt man an 5 Tagen im Abstand von 4 Wochen diese Tabletten ein, und nach einem Jahr wiederholt man diesen ganzen Zyklus und danach ist diese Therapie abgeschlossen. Das ist ein Medikament, das ursprünglich aus der Krebstherapie stammt. Das hat sich so ein bisschen verzögert mit der Zulassung, weil es zunächst Anzeichen gab, dass es doch zu malignen Erkrankungen darunter kommen könnte, hat sich dann aber im Verlauf nicht bestätigt. Was auftreten kann, ist unter dieser Therapie Haarausfall, und Frauen sollten bis zu 6 Monaten nach der letzten Einnahme der Therapie nicht schwanger werden. In der Wirksamkeitskategorie 3, das sind alles monoklonale Antikörper, das sind Infusionstherapien zum großen Teil, außer das Ocrelizumab, das wird in das Unterhautfettgewebe gespritzt. Da gibt es zum einen das Alemtuzumab, das wird ähnlich gegeben wie das Cladribin, und zwar gepulst im Abstand im Therapiezeitraum von 2 Jahren, zunächst über 5 Tage im stationären Setting und im zweiten Zyklus über 3 Tage. Das Medikament
wird deutlich weniger verschrieben und soll auch eigentlich nur noch angewendet werden, wenn andere Medikamente aus dieser Wirksamkeitskategorie 3 nicht angewendet werden können, weil es doch relativ häufig zu Autoimmunerkrankungen kommen kann und es auch zu Fällen gekommen ist mit Hirnblutungen und Einrissen in Halsgefäßen. Dann gibt es die CD20-Antikörper. Das älteste ist im Prinzip Rituximab. Das ist allerdings nicht zugelassen für die Therapie der multiplen Sklerose, wird aber trotzdem relativ häufig angewandt. Und ganz neu ist das Ofatumumab und das Ocrelizumab. Das sind Antikörper, die an einen bestimmten Rezeptor an weißen Blutkörperchen binden und dadurch werden die aus dem Blut eliminiert. Das letzte ist das Natalizumab, das ist ebenfalls ein monoklonaler Antikörper. Das wird über die Vene alle 4 Wochen gegeben und unter dieser Therapie sind doch relativ häufig Infektionen aufgetreten mit einem Virus, der im Prinzip sehr, sehr einen Großteil der Bevölkerung in sich trägt und dadurch, dass das Natalizumab die weißen Blutkörperchen an Einwandern in das zentrale Nervensystem hindert, können die dort auch nicht mehr wirken und wenn dieses Virus dann reaktiviert wird, dann kann es zu einer schweren Hirnentzündung kommen. Deshalb muss dieses Medikament gut gemonitort werden und die Risikoabschätzung, ob dieser Virus vorhanden ist oder nicht, führt dann zur Entscheidung, ob die Therapie damit weitergeführt wird. Auch hier unter dieser Therapie gibt es doch relativ viele Rebound-Phänomene, wenn die Therapie abgebrochen wird. Genau, jetzt bin ich schnell. Wie entscheiden wir jetzt, ob es überhaupt eine Therapie geben soll oder welche Wirksamkeitskategorie wir annehmen? Im Prinzip wird gesagt, allen Patienten mit der Diagnose einer schubförmigen MS sollte oder mit einer multiplen Sklerose mit einer schubförmig verlaufenden multiplen Sklerose sollte eine medikamentöse Schubprophylaxe angeboten werden. Das ist immer ein Gespräch mit den Patientinnen, was deren Lebensplanung ist. Es gibt es gibt im Prinzip einen Streit darum, ob es, na, Streit ist übertrieben, eine rege Diskussion darüber, ob man früh anfangen soll mit der Therapie, ob das Vorteile hat oder vielleicht doch eher abgewartet werden kann. Und da kommt es zum einen auf den Behandler, aber auch auf die Patientin an, wie da die Entscheidungen zu treffen sind. Und was für einen eher schnelleren Therapiebeginn sprechen sollte, ist zum Beispiel ein junges Lebensalter, wenn während des ersten Schubes doch viele Symptome in vielen bestimmten Bereichen stattfindet, wenn sich der erste Schub schlecht zurückbildet, wenn in der MRT-Bildgebung doch viele Läsionen zu sehen sind oder wenn bestimmte Regionen im zentralen Nervensystem betroffen sind. Und dann kann man sich noch die Antikörperproduktion im zentralen Nervensystem angucken, wie hoch die ist. Und wenn die sehr hoch ist, dann würde das doch auch eher für den Beginn einer Therapie sprechen. Das ist einmal aus der aktuellen Leitlinie der Neurologie zur Abschätzung und zur Entscheidungshilfe. Darüber hatte ich ja schon kurz gesprochen, das radiologisch isolierte Syndrom und das klinisch isolierte Syndrom. Da
wird beim radiologisch isolierten Syndrom gesagt, erstmal keine Therapie. Beim klinisch isolierten Syndrom gibt es Medikamente, die dafür zugelassen sind. Das ist aber eine Abwägung. Bei der schubförmig remittierenden MS sollte immer eine Immuntherapie angefangen werden, um, wenn es ungünstige Risikofaktoren sind, Prognosefaktoren sind, die hatte ich ja zum, einige hatte ich eben schon vorgestellt, die sind noch ein bisschen weiter gefasst, wenn es zum Beispiel im ersten Jahr zu einer gewissen Anzahl von Schüben kommt, wenn es im zweiten Jahr zu einer gewissen Anzahl von Schüben kommt, umso höher die sind, umso höher ist die Prognose, umso schlechter ist die Prognose im Prinzip, wie die Erholung von den Schüben ist. Und umso höher die Krankheitsaktivität anhält, eventuell auch unter einer Therapie mit Kategorie 1 Medikamenten, sollte dann umgestellt werden auf eine Kategorie 2 Medikation. Aber es gibt auch theoretisch die Möglichkeit, bei Patienten, die eine höchstwahrscheinlich eine hochaktive Form der MS haben, direkt auf Kategorie 2 und 3 Medikamente zurückzugreifen. Ob jetzt ein hochaktiver Verlauf vorliegt, da muss man sich die Befunde genau angucken und mit ihnen besprechen. Für die chronisch progrente MS, da gibt es weniger Therapiemöglichkeiten. Für die sekundär progrente MS empfiehlt man das bei aktiver, also mit Schubaktivität oder MR-Aktivität, wenn das beides hoch ist, wenn die Progression, die schleichende Verbesserung schnell abläuft, dann empfiehlt man Medikamente zur Behandlung. Wenn das Alter sehr hoch ist, es treten keine Schübe mehr auf und die Progression ist auch nicht mehr so, dann sollte man auch die Medikamente absetzen, wobei das auch immer ein schwerer Schritt ist, wann man Medikamente absetzt. Da kann man ein eigenes Webinar drüber machen. Und bei der primär progredienten MS, da gibt es nur ein zugelassenes Medikament und auch da ist es so, umso jünger die Patienten, umso höher die Progression, umso höher die MR-Aktivität, umso eher würde man mit der Therapie beginnen. Bei Patienten über 50 wäre man schon sehr, sehr zurückhaltend mit dem Ocrelizumab zu beginnen. Aber auch da, wenn es da schnelle Verlaufsformen gibt, kann man das im Einzelfall sicher mit der Patientin oder mit dem Patienten diskutieren. Genau, was ist nach der Diagnosestellung zu beachten? Sicher sind wichtig regelmäßige Verlaufsuntersuchungen, meistens nach 6 Monaten und dann nach 12 Monaten mittels klinischer Untersuchung und MRT. Das Gleiche gilt nach Therapiebeginn mit einem Medikament, auch bei Umstellungen, dass man dann beobachten kann, ob es weiterhin Krankheitsaktivität im MR gibt oder nicht. Auch das kann ein Behandler dazu bewegen, zu einem Wechsel der Medikation zu raten und das mit ihm zu diskutieren. Genau, und das sind nochmal weiter, es war jetzt ein paar Fortschritt durch diese Medikamente. Das sind nochmal weiterführende Links. Zum einen die Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Neurologie. Die ist sehr, sehr umfangreich und auch mit viel fachspezifischen Begriffen. Darunter ist der Link von der Patientenleitlinie für Multiple Sklerose auf der Seite der Deutschen Hirnstiftung. Da ist das alles nochmal in sehr viel einfachen Worten als in der ärztlichen Leitlinie beschrieben, wie die Diagnose erstellt wird. Die Medikamente werden dort kurz vorgestellt. Und als nächstes die Seite der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft. Auf dieser Seite finden Sie viele Informationen nochmal zu den Medikamenten mit Patientenhandbüchern, die speziell für diese Medikamente entwickelt wurden. Und auch
Therapiemöglichkeiten zur Behandlung einzelner Symptome der MS, darauf bin ich jetzt nicht eingegangen. Auch da gibt es viele Möglichkeiten zur Behandlung der Spastik, Schmerzbehandlung, wenn Depressionen auftreten. Und als letzte Seite, die Seite MS und Kinderwunsch, das die Erkrankung betrifft viele, viele junge Frauen. Und wenn Sie sich informieren wollen über Therapiemöglichkeiten bis zur Schwangerschaft, unter der Schwangerschaft, ist diese Seite sehr informativ. Da kann man auch Kontakt aufnehmen zu den Kollegen, die die entwickelt haben, Frau Professor Hellwig. Und sollten Sie unter Therapie schwanger werden, wäre das auch immer gut, wenn Sie sich dort in einem Register anmelden und dass man Ihre Daten dann auch eventuell verwenden kann. Genau, und dann wäre ich schon am Ende mit diesem Webinar und bedanke mich für Ihr Zuschauen.